Moin und herzlich willkommen zu meiner kleinen 3-Tages-Tour mit Olli. Wo ist er? Da ist er. Wir sind gerade gestartet, es ist Himmelfahrt. Heute ist erster Tag, 80 Kilometer Richtung irgendwas bei Lütjenburg. Wir übernachten auf den Trekkingplätzen des Wilden Schleswig-Holstein. Wir fahren bis Flensburg. 250 Kilometer, 3 Übernachtungen. Pause nach ungefähr 30 Kilometern. Unglaublich schön hier. Wir sind kurz hinterm Hansapark. Da ist Olli. Da erwartet uns noch um einiges mehr. Es sollen Sturmböen bis 60 km/h und mehr geben. Es wird auf jeden Fall eine spannende Fahrt und wahrscheinlich auch eine spannende Nacht. Oder Olli? Da sind die Fahrräder. Denen geht's besser als Spatzengehirn. Habe ich mich wieder ablenken lassen. So, Olli, dann schwing dich mal auf Rad. Ich mache mal hier so eine Losfahrszene. Also, es gibt nichts Unschöneres als jemand, der aufs Fahrrad aufsteigt. Ja, der Starthaltbogen war für mich sehr holprig. Olli war gleich drin und ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen. Das hat sich jetzt erledigt und ab jetzt sind wir auch wieder auf einer neuen Strecke, die ich noch nicht kenne, und ich merke sofort, die Endorphine kicken rein, die Euphorie steigt und dieses Abenteuerfeeling kommt auf in das Unbekannte und ich freue mich unglaublich gerade. Ich bin gerade richtig, ich habe gerade ein richtiges High. Hi. Hi. Ah, das wird schön. Diese 2 Meter hohen Hügel hier ziehen mir echt manchmal den Zahn. Ich bin das nicht mehr gewohnt. Wir sind wirklich fast allein die ganze Zeit hier. Und zu dem, was ich in letzter Zeit gefahren bin, ein großer Unterschied. Ich bin auch ein bisschen geerdet gerade. Das ist echt schön, weil an den Bergen lässt mich Olli stehen. Ich bin mehr so das Flache gewöhnt. Wir fahren hier manchmal ganz schöne Umwege. Ich muss mich beschweren, Olli, bei dir. Jetzt im Nachhinein natürlich, ne? Hinterm Rücken reden. Aber alles andere hast du wirklich schön gemacht. Danke dir. Nee, wir befinden uns gerade im Vorgebirge zum höchsten Berg Schleswig-Holsteins. Sagenhafte irgendwas 180 Meter oder so. Ich muss aber sagen, die Straßenverhältnisse sind nicht mehr die besten. Wir haben schon bessere Tage gesehen. Hilfst du etwa? Ja.
Wir haben die Spitze des Bungsberg erreicht. Nach wohlverdienter Pause haben wir jetzt die letzten Meter vor uns und befinden uns jetzt gleich auf der höchsten Erhebung mit 168 Meter über Normal Null, dem Bungsberg. Und damit beginnt eine neue Challenge auf diesem Kanal. Alle befahrbaren Höchstberge jedes Bundeslandes. Das ist Berg Nummer 1. Was ein Ausblick. So, jetzt schauen wir mal, wo hier Westen ist. Und auch schauen können, in welche Richtung denn unser Schlafplatz liegt, der sich in etwa 20 Kilometer Luftlinie von uns befindet. Irgendwo da in diese Richtung ist heute unser Schlafplatz. Rollt sich wunderbar hier auf dem tollen Radweg. Ja, wirklich. Also wir sind echt geballert gerade hier, ne? Naja. Gefühlt 10 Minuten unterwegs erst. Ja. Mein Knie sagt aber was anderes. Ich habe leichte Schmerzen im rechten Knie. Den Anfang wieder verpasst, sind angekommen. Da haben wir den Platz und wir werden jetzt erstmal aufbauen. So, das ist mein Lager für die Nacht. Der Eingang ist ein bisschen tief, aber dafür können wir nach draußen schauen. Ganz nett. So, dann räumen wir mal ein. So, dann nehme ich euch mal mit rein in mein neues Reich. Eingang etwas niedrig, aber jede Menge Platz. Auch für zwei Personen, aber auch diesmal ist auf einem Fahrrad immer nur Platz für einer. Wenn man das hinten noch ein bisschen abspannt mit einem Stock mehr, hat man noch mehr Raum. Und wir haben einen wunderschönen Blick. Da drüben ist Olli, der spannt gerade sein Tarp ab. Wollen wir da mal hinschauen? Olli ist noch nicht so weit. Und auch bitte macht jetzt keinen Stress, nicht, dass der Olli hier sauer wird. Wenn der sauer wird, dann ist er aber richtig, ne? Gut. Ansonsten, neue Tarp-Aufbau-Variante mit Fahrrad. Morgen kommt eine weitere. Ja, dann bereiten wir, denke ich mal, als nächstes das Essen vor, schauen nebenbei bei Olli vorbei. Und ganz wichtig ist heute, ich habe wieder nur ganz normal Couscous, Wasser, Zwiebel, Tomate und Paprika.
Aber Olli hat sich gestern richtig reichlich angedeckt und dem gucken wir heute richtig beim Kochen zu, ne? Hättest du auch vergessen. Das wird schön. Ach, ich freue mich, schön. Schön, ja. Es fängt gleich an mit Nieseln gerade, ne? Olli, du musst dich beeilen. Okay, wir haben einen Gast. Wir haben einen Gast, ist auch gut. Wir sind hier alle Gäste in der Natur und wir haben Nick hier mit dabei. Also falls ihr mal jemanden seht, das ist Nick, den haben wir gerade kennengelernt. Der macht gerade einen Test für seine Schweden-Finnland-Tour im Sommer. 5 Wochen. Bin gespannt. Okay, 2 Leute gleichzeitig beim Essen filmen ist schwierig. Ich bin soweit. Olli ist gleich fertig. Er hat noch Käse dabei, habe ich gesehen. Dann hat er da irgendwelche Sahne, Kochsahne, Nobel. Bin ich gespannt, was da rumkommt. Wir schmeißen jetzt das Rodobo rein. Meine 8 geheimen Zutaten. Damit der Geschmack sich entfalten kann. Das war viel. Dann, die Zeugpfanne ist fast ready. Ich koche jetzt für Olli noch einen Tee. Es gibt wieder italienische Limone. Olli ist auch soweit, zeig mal. Oh, leider hat er den Spinat zu Hause vergessen. Ich trottel. Ja. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel von meinem Rodobo reingemacht, deswegen gucken. Es ist heiß. Also fehlt halt Spinat und ein bisschen mehr könnten die Gnocchi angebraten sein. Hat Käse drin, ne? Käse und Sahnesoße, alter Vater. Geht, oder? Wie gesagt, schade mit den Spinnern. Auch ist beides gut, ne? Wenn ihr jetzt dabei sein könntet. Die Rezepte hauen wir euch unten in die Videobeschreibung. Und da haben wir Ollis Tarp-Setup. Er hat, hat nur eine Unterlage. Er hat einen Biwaksack. Aber das ist völlig ausreichend. Das ist unser Nachbar. Er, wie gesagt, habe ich schon gesagt, der den Test macht da für Schweden. 5 Wochen. Ne? Ich würde auch die 5 Wochen gern haben. Nick heißt er. Ich hoffe, vielleicht macht er ja Videos. Vielleicht können wir ihm ja irgendwann mal folgen. Wir schauen mal. Da sind wir jetzt. So, Wasser kocht, Olli. Ich mache dir Limone rein. Das ist leider Tomate-Limone geworden heute. Mir ist die Tomate ein bisschen geplatzt. Man sollte halt Früchte nicht zu trockenen Nahrungsmitteln tun. So, Olli. Heiß. Ja. Ja. Warte. Dann lass es erstmal dort stehen. So, Olli. Ich stelle es hier runter zum Brunner. Bitte schön, mein Freund. 5 bis 8 Minuten ziehen lassen. Ja, ich trinke dabei gleich am Radler. Prost. Du wolltest Kins. Es gab kein alkoholfrei. Nee, das stimmt. Ja, naja. Ja, wir machen uns jetzt noch gemütlich hier. Nick, Olli, ich. Wir schauen mal. Zeitraffer wäre jetzt nicht schlecht, oder? Komplett vergessen, weil wir jetzt hier gesessen haben. Wir sagen gute Nacht, Robin, Olli, Nick. Ja, jetzt haben wir uns hier verquatscht am Feuer, es fängt an mit Regnen, wir müssen leider alle in unsere Unterkünfte. Ja, wir sehen, was das wird. Wir sehen uns morgen früh. Das Ende war vielleicht ein bisschen gerascht. Jetzt liegen wir hier jeder unter seinem Tarp. Der Regen prasselt drauf. Es ist unglaublich gemütlich. Das ist das, was ich mir gewünscht habe. Ich wünsche mir natürlich trotzdem, dass ich morgen früh aufwache und es ist einfach trocken. Dass das nur für die Nacht und für den Moment geregnet hat, nur für dieses Gefühl. Ich muss wirklich sagen, es war ein schöner Tag. Das war eine tolle Fahrt hierher. Es ist super mit Olli gewesen. Das ist so toll, diese Erinnerung jetzt hier festzuhalten. Und ich freue mich auf die nächsten beiden Tage. Alles, was kommt. Ich freue mich. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Dabeisein. Ich beende damit Tag 1 und wir sehen uns im nächsten Video in Tag 2 wieder. Morgen früh gehen wir Olli wecken.
Das wird lustig. Aber nur für mich. Ich will wecken. Aber für ihn nicht. Ey, es ist. Die Regentropfen sind so laut und trotzdem hört er, wenn ich mit euch flüster. Wir haben uns ja Hasenohren. Können wir vielleicht sagen, wo ich mein Handy hingemacht habe? Ah, ich hab's.